liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, die wir hier in einem ganz kleinen Kreis unserer schönen Kirche zusammen sind und ihr und sie, die wir uns hineinschalten in dieses Geheimnis einer Überschreitung einer Schwelle. Wie das manchmal so ist, liebe Gemeinde, wir brauchen Zeichen, die uns daran erinnern, dass wir jetzt etwas Besonderes anfangen. So beginnen wir diese 40 Tage, beginnen wir diese besondere Zeit der Einkehr und der Erneuerung. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, der uns Mut macht, zu uns zu finden und zu ihm. Der Herr, der uns daran erinnert, dass wir keine Engel sind, sondern dass wir Menschen sind, aus Fleisch und Blut, er sei mit euch. Ja, es ist nicht nur das Zeichen des Kreuzes, das wir über uns zeichnen. Die Fastenzeit, gerade in unserer katholischen Tradition, liebe Gemeinde, sie bewahrt ja ein für sie sonst sehr wichtiges Zeichen auf, dass ich in diesem Jahr nur Ihnen virtuell reichen kann und stellvertretend denen, die unseren Gottesdienst hier mitgestalten. Denn stellvertretend ist es ganz wichtig. Eine für alle, einer für alle. So möchte ich wenige Tage nach dem Aschentag, nach dem Aschermittwoch, heute an diesem ersten Fastensonntag hier in unserer Kirche, die uns so an den Bußtäufer Johannes erinnert, das Zeichen der Asche sehen. Das Zeichen, das mich und Sie ziemlich direkt daran erinnert, dass wir keine Geistwesen sind, keine Wesen, die irgendwie abheben, sondern dass wir zur Erde gehören. Zur Erde kehrst du zurück, aus Erde bist du gebildet. Wir sind von Gottes Geist angehauchte Erde. Gottes Geist erfüllt uns, Adam und Eva. So lasst uns auf diese Asche blicken, gebildet aus heiligen Zweigen, aus den Zweigen des Palmsonntag, gebildet aus Zeichen der Gottesverehrung, selbst diese Zeichen müssen uns Feuer und zerfallen, damit sie uns jetzt daran erinnern, wer wir sind. Wir sind von Gott geliebte Aschenwesen und zugleich Kinder Gottes. Gott, du willst nicht den Tod des Sohnes. Du willst, dass er sich bekehrt und lebt. Erhöre gnädig unsere Bitten und segne diese Asche, die uns daran erinnert, dass wir Adam und Eva sind, dass wir aus Staub gebildet sind und von dir angehaucht, dass wir zum Staub zurückkehren und doch auf uns das Wunder der Auferstehung wartet. Hilf uns, die 40 Tage der Buße in guter Gesinnung zu begehen. Verzeih uns unsere Sünden, erneuere uns nach dem Bild deines Sohnes und schenke uns durch seine Auferweckung das unvergängliche, das österliche Leben. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Denke, Mensch, dass du Staub bist, du Staub gehst du zurück. Kehre um, glaube an das Evangelium. Gedenke, Mensch, dass du Staub bist, du Staub gehst du zurück. Kehre um und glaube an das Evangelium. Gedenke, Mensch, dass du Staub gehst du zurück. Kehre um und glaube an das Evangelium. Gedenke, Mensch, dass du Staub gehst du zurück. Kehre um und glaube an das Evangelium.
Lasst uns beten. Herr, du kommst uns entgegen in diesen wichtigen Tagen der 40-tägigen Quarantäne, dieser 40-tägigen Zeit der Quadragesima, der Zeit, in der du in die Wüste einkehrst, um dich vorzubereiten auf deinen heiligen Dienstweg für uns. Du kommst uns auch in dieser Stunde entgegen, in dieser schweren Zeit unserer Welt, auch unserer Kirche. Du weißt, dass wir dir oft aus dem Weg gehen und deine Gegenwart vergessen. Schenke uns Worte der Vergebung, des Neuanfangs. Gib uns den Mut, mit dir neu anzufangen und lass uns hören, dass wir geliebte Kinder Gottes sind, dass du Großes uns zutraust, die Umkehr, die Erneuerung. So bleibe bei uns, bleibe auch bei dieser armen Welt und schenke ihr dein Heil. Das erbitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren auferstandenen Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hören wir eine Lesung aus dem Buche Genesis. Gott sprach zu Noach und seinen Söhnen, die bei ihm waren: Ich bin es, siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit euren Nachkommen nach euch und mit allen Lebewesen bei euch, mit den Vögeln, dem Vieh und allen Wildtieren der Erde bei euch, mit allen, die aus der Asche gekommen sind, mit allen Wildtieren der Erde überhaupt. Ich richte meinen Bund mit euch auf. Nie wieder sollen alle Wesen aus Fleisch vom Wasser der Flut ausgerottet werden. Nie wieder soll eine Flut kommen und die Erde verderben. Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und den lebendigen Wesen bei euch für alle kommenden Generationen. Meinen Bogen setze ich in die Wolken. Er soll das Zeichen des Bundes werden zwischen mir und der Erde. Balle ich Wolken über der Erde zusammen und erscheint der Bogen in den Wolken, dann gedenke ich des Bundes, der besteht zwischen mir und euch und allen Lebewesen, allen Wesen aus Fleisch. Und das Wasser wird nie wieder zur Flut werden, die alle Wesen aus Fleisch verdirbt. Wort des lebendigen Gottes. Danke sei Gott. Den Antwortgesang finden wir unter 464. 464.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit trieb der Geist Jesus in die Wüste. Und Jesus blieb 40 Tage in der Wüste und wurde vom Satan in Versuchung geführt. Er lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Nachdem Johannes ausgeliefert worden war, ging Jesus nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und spricht: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Schwestern und Brüder und gleich treibt der Geist ihn hinaus in die Ödnis und er war 40 Tage in der Ödnis vom Satanas erfüllt, vom Satanas versucht und er war mit den Tieren, die Engel dienten ihm. So übersetzt Fridolin Stier, der Tübinger Alttestamentler, diese winzige Episode, die bei den anderen Evangelisten am ersten Fastensonntag so fast furchterregend ausgemalt ist, nämlich die Versuchungsszene. Sie gerät bei Markus in einen Nebensatz. Markus macht es eher kurz und bündig. Und er hat es genauso eilig wie der, den er bezeugt. Er bezeugt ja Jesu atemlosen Dienstweg. Der beginnt in Galiläa. Und die Wüste ist nur Episode, ist nur ein Transitland. Mit ein, zwei Sätzen ist er in seinem Evangelium da und handelt diese 40 Tage der Quarantäne, der Quadragesima, ab. Als seien sie nichts. Als sei das so einfach zu schaffen. Jesus vom Geist erstmal in die Wüste getrieben, wie von einem starken Rückenwind. Das könnte er gar nicht anders. Das werde er hineingetragen in diese wahrscheinlich judäische Wüste am Toten Meer, da wo Johannes wirkt. In diese karge Stätte, die eben nicht so schön und einladend ist wie der Sand, der uns hier von unseren Kommunionkindern in Nidingen auf dem Mottobild einladend dargestellt ist, der Sand am Meer, mit dem man Burgen bauen kann, in dem sich vielleicht deine Schätze wiederfinden und Muscheln. Nein, die Wüste kennt diese Romantik nicht. Jesus im Geisteswind, in diesem Rückenwind, aus Nazareth von seiner Familie weggetrieben fast, und zwar nicht in ein Schlaraffenland, in ein Wunderland sofortiger Bedürfnisbefriedigung und Höhenflüge, sondern in eine Art Niemandsland. Niemand weiß recht, was da getan hat. 40 Tage sich die Zeit mit sich selbst vertreiben. Was tut man da ohne Ablenkung? 40 Tage, in denen er vielleicht von so gut wie nichts lebte. In diesem Niemandsland lebte er nur von der Energie Gottes. Also kein Wüstenausflug, den wir uns manchmal ausmalen, wenn wir zu einer Exkursion aufbrechen würden, wenn wir nur könnten. Denn die Wüste hat auch schöne Sachen. Aber diese Wüste ist wild und leer und sie mutet Jesus ein Vakuum zu, eine Zeit der Prüfung, in die er sich nicht freiwillig hineingegeben hat, weil er getrieben wird vom Geist. In dieser Einöde, dem Raum des Mangels, der Einsamkeit, der Monotonie, in dem so viele seit Wochen drinstecken, seit Monaten drinstecken. Ich glaube, für viele von uns ist diese Wüstenzeit, das ist ja immer ein Begriff für diese 40 Tage, in diesem Jahr seltsam, denn die meisten empfinden sich seit einem Jahr eher in einer Wüstenzeit. So viel Verzicht war nie, so viel Rückzug war nie. Vielleicht nicht gerade auf Essen und Trinken, denn gerade diese Zeit zu Hause verlockt vielleicht eher zu mehr Essen und mehr Trinken, zu mehr Süßigkeiten und
zu dem, was man sonst sich vielleicht nicht gönnt. Aber so viel Verzicht auf Kontakt, auf Pläne, so viel Durchkreuztes, so viel vielleicht auch Gefährdung, dass man manchmal ja depressiv wird oder dass man sich gehen lässt in dieser Zeit, in der man mit so viel verpassten Gelegenheiten leben muss, in der man auch sich fragen muss, bleibe ich offen für Gottes Nähe in dieser Zeit der Prüfung oder wird diese Wüstenzeit, die uns seit, sagen wir, März oder fast genau seit einem Jahr, seit der erste Corona-Patient in Italien in Bergamo entdeckt worden ist, wenn nur die entdeckt worden ist, dass seit dieser Zeit sich unsere Welt so zu einer Wüstenzeit entwickelt hat, wo uns so viele Wünsche genommen wurden, die man nicht erfüllen kann, so viele Sehnsüchte, die durchkreuzt wurden. Also man kommt ja nicht selbst darauf, sich freiwillig in eine solche Quarantäne, in eine solche Jahresquarantäne zu begeben, in ein wahrhaftiges Aschenland, in dem wir irgendwie stecken. Ehrlich gesagt, habe ich selbst keine Lust, freiwillig in eine solche Wüste zu gehen. Und nur wenn der Rückenwind des Heiligen Geistes Jesus treibt, dann findet er ja auch den Weg in diese Wüste. Und wenn wir uns von diesem Geist treiben lassen, dann werden es hoffentlich fruchtbare Tage, in denen etwas mit mir passiert, so wie auch mit Jesus etwas passiert ist. Wo ich vielleicht mit diesem heftigen Rückenwind des Geistes aus meiner eigenen Verschlafenheit geweckt werde, in eine Richtung vielleicht, die ich mir selbst nicht ausgesucht habe. Gott denkt groß von mir, dass er mich Jahr für Jahr antreibt, diese besondere Zeit, die uns jetzt gegeben ist, wie eine Gnadenfrist, in dieser Frühlingswelt, die jetzt allmählich auftaut und sich wandelt, in dieser Frühlingswelt auf ein Ostern zu hoffen, das allein er uns schenken kann. Markus ist wortkarg und wenn es um Jesu Spitzentreffen mit dem Teufel geht, dann ist er noch wortkarg. Er malt den Teufel nicht an die Wand. Details muss man bei Matthäus und Lukas nachlesen. Markus bedient nicht meine Fantasie und Neugier, wie das wohl war, wo Jesus völlig abgeschlafft nach 40 Tagen in der Wüste dem Bösen in Person begegnet. Wie Jesus die Krise seines Lebens besteht, das bleibt ungesagt. Wir wissen es nicht. Markus zählt diese Versuchung Jesu zu seinen großen Einsamkeiten. Das hat er völlig alleine bestanden. Und was da geschieht, geht mich nichts an. Was in Jesu Versuchung passiert und wie er so glücklich daraus herauskommt, das geht mich im Sinn des Markus nichts an. Also ein Gipfelgespräch ohne Inhalt, ohne Ohrenzeugen. Was der Versucher und der Versuchte getan und gelassen haben, wir wissen es nicht. Und doch muss irgendwas passiert sein, nicht nur in der Wüste, sondern auch in dieser kleinen Episode auf dem Berg der Versuchung, wo Jesus es mit der Gegenmacht zu tun bekommt. Ein Durchbruch, ein neuer Wind. Denn danach kommt ein ganz seltsamer Satz, der so in dieser Form nur bei Markus auffällt. Erzählt wird nämlich, wie die Engel Jesus dienen und die Tiere, die wilden Tiere, sich an Jesus ja fast anschmiegen und ihm eine freundliche Gesellschaft leisten. Ein Tiergottesdienst also, nach der bestandenen Wüstenzeit unter freiem Himmel. Engel feiern mit dem Christus-Sieger fast einen vorweggenommenen österlichen Gottesdienst. Er ist auch in der Wüste gut versorgt, von Panis Angelicus und von den Tieren, die ihn gewissermaßen unterhalten. Und er war mit den Tieren. Und dieses rätselhafte Detail ist für Markus wichtig, der sonst so knapp ist. Man könnte sagen, hier herrschen Zustände wie auf der Arche Noah. Oder wie in unserer jetzt abgebauten Krippe in Nieding, wo ja auch das Christuskind neben Ochs und Esel platziert war, die ihm quasi den heißen Atem ins Gesicht bliesen. Diese wilden Tiere. Wer würde heute schon ein Baby in die Nähe von Ochs und Esel bringen, das sie ihn anhaben? Diese Riesentiere und ein Baby. Aber schon in der Weihnacht wird das deutlich, was bei Markus jetzt erst herauskommt. Der Löwe liegt beim Lamm Gottes. Der Säugling neben der Natter. Es ist, als werde vom Geistwind die Tür zum Paradies aufgeschlagen.
Als wäre die neue Welt jetzt im Anbruch, auf die wir alle so hoffen. Die neue Welt des Paradieses. Heute macht er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr dafür. Gott sei Lob, Ehre und Preis, wie wir es Weihnachten gesungen haben. Man könnte sagen, Jesus kommt zur Welt, um bei den Tieren zu sein. Die Wüste blüht nicht, aber wir ahnen, die Erde wird anders, wo er in Erscheinung tritt, der neue Adam, mit dieser wilden und grausamen Schöpfung verbunden. Er sucht die Nähe zur Kreatur. Und wer die Wüste kennt, weiß, da leben auch seltsame Tiere, Skorpione, früher Löwen, Tiere, die dicke Spinnen, unangenehme Tiere, vielleicht auch Bestien. Aber das ist Markus wichtig. Jesus inmitten dieser animalischen Schöpfung. Wir sind weder Tier noch Engel. Uns gelingt es wohl nicht, so friedlich mit den wilden Tieren zu sein und ihm selbst vergessen zu dienen. Aber das ist auch der Weg Jesu. Er will vielleicht das Tier im Menschen zählen. Denn wer spürt das nicht? Manchmal das Biest in sich, die böse Macht. Denn ich bin ja nicht nur vom Taufgeist getrieben. Der Mensch kann, das stellt er jeden Tag neu unter Beweis, zur Bestie werden. Chesterton, der uns den Pater Brown geschenkt hat, hat einmal gesagt, der Mensch steht immer vor der Alternative, entweder ein Mörder oder ein Heiliger zu werden. Also satanische Verse zu sprechen oder Liebeserklärungen abzugeben. Beides kann der Mensch. Das Tier kann nichts dafür, wenn es auf Bräutigam geht und Opfer sucht. Der Mensch ist in jedem Fall gefährlicher. Und die Fastenzeit, die ist wie ein Spiegel, in dem er aufgeht, ja, wie sich das manchmal raubtierhaft, das Animalische uns Menschen aufstauen kann. Das knirschende Wolfsgebiss der Mörder des heiligen Stephanus am zweiten Weihnachtstag. Das Heuschreckenhafte, womit kapitalistische Superreiche die Welt kahl machen und plattfressen. Das Tigerhafte, das den Menschen hinter der friedlichen Fassade lauert. Vielleicht auch die Angst der Angsthasen. Der Angsthasen vor der Verantwortung. Die Bedrohung durch den Drachen, den der heilige Georg tötet, die heilige Margareta bekanntlicherweise zähmt. Auch das Kriecherische der Schlangen, die ja mit dem Teuflischen in Verbindung gebracht werden. All das muss raus, wenn man es will. Und Jesus ist bei den Tieren, um auch vielleicht in mir, in uns allen, in dieser Welt, die Versuchung zu mäßigen und zu zähmen, dass das Tier so herauskommt. Hat das ja schon mal diesen seltsamen Spruch, da bin ich zum Tier geworden, wenn ich so wütend bin. Da werde ich zum Tier. Es gibt doch andere Tiere. Treue Hundeaugen, friedliche, liebenswürdige, freundliche, menschliche Haustiere, die uns ahnen lassen, was uns manchmal die Tiere voraushaben. An den Fastensonntagen ist die Fastenzeit ausgesetzt. Nach Markus fastet Jesus nicht. Alles hat seine Zeit. Wir bewegen uns in der Wüstenzeit des Kirchenjahres und sind doch auch in diesem Jahr, der Corona-Zeit, im Vorraum von Ostern. Wir singen heute keine düsteren Fastenlieder. Wir lassen unsere Organistin singen auch freundliche Lieder. Wir lassen uns leider nicht in dieser Stunde, das kann ich nur stellvertretend empfangen, das Brot der Engel zeigen, nämlich die Eucharistie. Schon hier und jetzt beginnt hoffentlich die Verwandlung der Welt, auch meiner Innenwelt. Bevor Jesus seinen kurzen und ganz eiligen Dienstweg für uns durch Galiläa beginnt, darf er die Nähe der Tiere und ja, den Messdienerdienst der Engel genießen. Lassen wir uns vom Geist bewegen durch diese 40 Tage in die Arme Jesu. Lassen wir uns jetzt von dem ansprechen, der näher ist, als ich mir selbst jemals nahe sein kann. Feiern wir hier und jetzt mit Tieren und Engeln Fastenbrechen. Ja, wenn Sie zu Hause den Gotteslob aufschlagen, dann finden wir das Lied zum Credo unter 456.
Gott, in Christus bist du unser aller Nächster und hörst nicht weg. Dir reichen wir diese Welt hin, so gefährdet, so zerbrechlich, und glauben, dass du sie weiterhin hältst und erhältst. Wir bitten für alle, die gefangen sind in Süchten und falschen Abhängigkeiten, im Würgegriff dunkler Gedanken, für die Unersättlichen und Rastlosen, für alle, die keine Ruhe mehr finden. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die, die unter Druck stehen und Druck auf andere ausüben, für alle, die hart und unnahbar geworden sind und für die, denen Verzicht und Vergebung schwer fällt. Wir bitten dich, erhöre uns. Für deine Kirche, dass es in ihr Menschen gibt, die vorleben, was Glauben bedeutet und die uns deine Nähe spüren lassen. Für die Menschen, ohne die wir nicht glauben könnten. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Vereinsamten und Verzweifelten, die den Boden unter den Füßen verloren haben und die auf der Suche sind nach Halt, nach Heimat, nach Begegnung und Freundschaft. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die, die in diesen Wochen aufmerksamer leben wollen, genauer hinhören und hoffen möchten. Und für die, die der Gleichgültigkeit widerstehen und die sich ein mitfühlendes Herz bewahrt haben. Wir bitten dich, erhöre uns. Lasst uns auch beten für unsere Verstorbenen, auch die Toten, die wir in diesen Wochen in unseren Gemeinden beisetzen. Bewahre du sie in deinem Blick und vollende, was vorstellen blieb in ihrem Leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, es ist gut, dass wir zu dir gehören. Lass diese Welt in uns lieben uns und lass uns nun unter Brot und Wein deine Freundlichkeit ahnen. Das erbitten wir durch Christus Jesus, unseren Herrn. Thank you.
das heilige Opfer, das wir zu Beginn dieser Fastenzeit feiern. Nimm mit diesen Gaben uns selbst an und vereine unsere Hingabe mit dem Opfer deines Sohnes, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, ihr Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er hat in der Wüste 40 Tage gefastet und durch sein Beispiel diese Zeit der Buße geheiligt. Er macht die teuflische List des Versuchers zunichte und lässt uns die Bosheit des Feindes durchschauen. Er gibt uns die Kraft, den alten Sauerteig zu entfernen, damit wir Ostern halten mit lauterem Herzen und zum ewigen Osterfest gelangen. Darum preisen wir dich mit den Cherubim und Seraphim und singen mit allen Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhört hast, bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leib unterwarf, nahm er das Brot und sagte dir Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. So nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte dir wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, lieber Vater, feiern wir das Gedächtnis der Passion des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens, den Kelch des Heils an. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen und bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut. Lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde, vollende dein Volk in der Welt. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Helmut, allen Bischöfen, Priestern, Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Erbarme dich unserer Toten. Du hast sie aus dieser Welt zu dir gerufen. Durch die Taufe gehören sie Christus an. Ihm sind sie gleich geworden im Tod. Lass sie mit Christus zum Leben auferstehen. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln, dem heiligen Täufer Johannes, dem heiligen Evangelisten Markus und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus.
uns dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Jesus hat seine Wüstenzeit wohl nur auch betend bestanden. Ihm lagen die Psalmworte auf den Lippen. Sie waren wie eine Überlebensration in dieser Wüstenzeit. Uns ist das Vaterunser geschenkt. Halten wir uns an diese Worte und an den Geist, der uns diese Worte wieder hineinführt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen, bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als Elias in der Wüste war, wäre er fast verhungert. Verzweifelt an sich selbst, an seinem Auftrag, an seiner Angst vor der Sendung Gottes. Und dann ein Engel hinter ihm und in der Asche liegt Brot. Brot, das ihn rettet vor dem Verhungern. Brot der Engel, Brot des Engels. Brot in der Asche gebacken. So bitten wir, Herr Jesus Christus, du bist das Brot, das uns hält, das zu uns steht und das uns Überlebensration ist in schwerer Zeit. Du bist bei uns in diesem Zeichen in deinem Wort. So bitten wir, schau nicht auf unsere Sünden, vielmehr auf den Glauben deiner Kirche. Schenke ihr, schenke dieser Welt, schenke unseren Familien nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Auferstandenen sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Friede mit euch. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht verborgen die Gestalt des Brotes Jesus Christus. Er ist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst über meinen Namen, aber sprich nur mal ein Wort. Thank you.
Gott, du bist tief mit uns Menschen verbunden. Es ist deine Freude, in unserer Nähe zu sein. Du bleibst an unserer Seite, auch wenn wir dich zuweilen aus dem Blick verlieren. Es ist nie zu spät, dich zu suchen und uns von dir entdecken zu lassen. Lass uns in diesen Wochen dein Heil erfahren, deine Vergebung annehmen und weiterschauen. Wir wollen es wagen, Christ zu sein und Christin zu werden. Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn. Nächste Messübertragung folgt dann am zweiten Fastensonntag, am nächsten Sonntag aus Heimbach. Um 11 Uhr wird dann die Messe dann live übertragen und am dritten Fastensonntag ist dann wieder die Messe hier in Nidegen aufgenommen und steht dann am dritten Fastensonntag morgens auch bereit. Bleiben Sie heil, bleiben Sie behütet, bleiben wir gesegnet. Der Herr sei mit euch. Der Herr segne und behüte dich. Er lasse sein Antlitz auf dir ruhen, er sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu, er schenke dir seinen Segen. Das gewähre euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Lied 446 als Schlusslied. Einen guten Sonntag, geht hin.